Jo Leute, willkommen zurück zu Terraria, dieses Mal in der für diese Season dritten Welt, liegt aber da dran, dass... Oh, Moment, die nehme ich mit. Dass ich festgestellt habe, ja, das Candyland, beziehungsweise der heilige Ort oder heilige Landschaft, wie auch immer so jetzt richtig heißt, existieren nur im Hardcore-Mode, deswegen waren die Gegner auch so schweinestark. Und ihr habt's gemerkt, ich habe da nicht unbedingt eine Schnitte gegen. Dementsprechend habe ich eine neue Welt gemacht. Vorher bestimmt, dass er auf jeden Fall Infektionen hat, das kann man ja zum Glück. Hau ab. Und jetzt sind wir hier. Also ganz frisch. Ich habe in dieser Welt noch nichts gemacht. Da unten ist was. Was leuchtet denn so hart? Hä? Also ich habe wirklich noch nichts gemacht. Was leuchtet? Okay. Ich wüsste jetzt nicht, was... Was mir erlaubt, durch Wände zu schauen. Moment, da ist ein Riss drin. Ah, verreckt dran. Danke. So. Der Vorteil ist, hier haben wir verhärteten Sandstein. Das heißt, da kann ich drauf stehen und der fällt auch nicht runter. Boah. Da wollte ich nicht drin sein. Okay, da ist aber auch nichts. Also kann ich da wieder hoch. Und hier links. Jo. Ein Köder. Ja, ist aber leider nur ein normaler Skorpion. Okay, auch mal interessant. Sieht schlecht aus. Dschungelbiom. Hab ich festgestellt, ist meistens auf der anderen Seite der Welt. Wenn man so klein hat, von Infektion oder Crimson. Also ich hatte es bis jetzt noch nicht, dass es anders war. Aber gut. Ich lasse mich mal überraschen. Und du könntest mir auch mal den Kompass droppen. Kompass brauche ich von dem. So. Aus der anderen Welt habe ich dann aber, weil ich festgestellt habe, ich habe das Dungeon da schon freigeschaltet. Habe ich mir eine Wasserkerze geholt und habe dafür dann ein Platin dagelassen. Also eine Platinmünze, weil ich dann zu weit runter war und dann wurde ich von ganz vielen Magiern erledigt. Aber ist egal. Ist egal. So. Könnte auch daran liegen, dass es mir egal ist, weil ich auf dem Weg nach da unten dann nochmal dreimal gestorben bin. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, mir reicht's. Jetzt liegt's da halt. Ist das ein Spion?
Wow, das ist cool. Das ist echt cool. Da könnte ich überlegen, meine Hakenfüße für sausen zu lassen. Weil das Ding ist echt praktisch. Der Regenschirm. So. Okay. Da. Ah. Verbraucht Holz, platziert Blätter. Verbraucht Holz, platziert lebendes Holz. Alles einsammeln, bitte. Wir plündern jetzt die anderen Welten aus. Okay. Gibt's hier sonst so? Nichts, das wirklich interessant scheint. Aber hier war doch gerade auf jeden Fall der Goblin-Spion. Oder Kundschafter. Keine Ahnung, wie das Viech jetzt richtig heißt. Sehr cool. Angriff der Goblin-Armee. Wird sogar Sinn machen, diese Welt nachher zu behalten. Weil eigentlich hatte ich vor, wenn ich in der Welt den Weltenfresser besiegt habe, es sein zu lassen. Also mit der Welt. Dann brauche ich die nämlich nicht mehr. Aber wenn ich jetzt hier die Goblin-Armee irgendwie beschworen bekäme, dann wäre es ziemlich bescheuert. Eine Welt, wo das schon ist, wieder zu löschen. Weil dann könnte ich mir da zumindest die Tüftlerbank kaufen. Weil die brauche ich auch noch. Aber scheint gerade nicht mehr der Fall zu sein. Also er ist nicht mehr da. Nürsenkelkappe. So. Die Tüftlerbank bräuchte ich schnellstmöglich eigentlich. Dass ich so wenig Sandsteine erst besiegt habe. Ich habe ja noch keine 50 von denen besiegt. Okay, das ist Strandbiom. Verdammt. Dann ist er doch rechts. Ach, ärgert mich ein bisschen. Aber dann sehen wir wenigstens ein bisschen was von der Welt. Also Strandbiom ist immer das letzte Biom. Nach links und nach rechts. Das ist das einzige Biom, was auf jeden Fall sicher ist. Und ich glaube, Crimson und Infection sind immer mindestens ein Biom weiter. Ja. Immer mindestens ein Biom weiter. So. Okay. Gucken. Mich geirrt. Okay. Dann habe ich ein Problem. Weil ich glaube kaum, dass hier drei Perlen rumliegen, oder? Ja, ja. Halt keine Chance. Mit der Efeu-Ranke kann man sich halt festhalten und spart sich so den Koboldschild. Oh. Hat weh. Das
So, die Welt kann ich dann trotzdem behalten, weil ich möchte ja trotzdem hier hin. Aber das Problem ist, sie bringt mir jetzt gerade nichts. Also für das Problem, was ich habe, bringt sie mir gar nichts. Da. Ist mir egal. Stirbverschlinger. Ja, die bringt mir gar nichts. Also, neue Welt. Ist für den Arsch. So. Also da habe ich die blaue Kerze hingestellt. Einfach weil ich eventuell gerne den Schleimkönig nochmal hätte. So, das heißt, ich muss angeln gehen. Ich weiß gar nicht, ob das dann die beabsichtigte Strategie ist. Aber Moment, ich kann das aber auch mit der Axt machen, oder? Ne, kann ich nicht. Kann ich das mit dem Hammer machen? Ne, kann ich auch nicht. Zack. Und zack. Aber hatten wir nicht sogar den Weltenfresser schon gemacht bei uns in der Season 1? Aber klar, wir hatten auch irre lange geangelt. So. Ich weiß es nicht mehr. Muss ich mal schauen. So. Wir stapeln mal. Und hoffen, dass möglichst alles weg ist. Jo, fast alles ist weg. Ausrüstung packen wir ihnen hin. Sieht lecker aus. Aha. Ich würde das nicht mehr essen. So. Dann, was machst du hier drin? Du hast hier nichts drin zu suchen. Items sortieren. Ich würde sagen, in Ausrüstung gehört das noch rein. Das habe ich, glaube ich. Gehört das zu Waffen? Packen wir es mal zu Waffen. Das gehört auf jeden Fall zu Tränke. Das ist auf jeden Fall ein Rohstoff. Wurmzahn. Ist auch ein Rohstoff. Genauso wie das hier. Damit wäre ich dann voll. So, das heißt, ich mache jetzt erstmal das. Dann das. Okay. Weil die Dinger kriege ich sowieso zuhauf. Okay. Alles einsammeln. Granit kommt da unten hin. Ja, auch das Schiffrohr habe ich hier. Moment, warum hab... Achso, weil der da oben drin sitzt. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg nach links. Also wir können auch nach rechts eigentlich, aber ich werde jetzt nach links gehen. Wow. Ich hätte erwartet, dass ich Schaden kriege. Ah, hätte ihn eh gekillt. Wenn ich dran gekommen wäre. Wow. Marathon-Medaillengewinner. Hallo Pingu. Ich verkaufe dich nur an einen komisch aussehenden Typen. Die Schleime hier, die hätten was anderes mit dir gemacht. So. Los, meine getreuen Diener. Kämpft für mich. Sterbt für mich. So. Ja, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt keinen anderen Weg,
wie ich an noch stärkeres Erz käme, außer halt im Hardcore-Mode. Und ich weiß, dass Weltenfresser eigentlich ein Pre-Hardcore ist. Also er dürfte eigentlich keins. Ich weiß, dass da ein Pingo war, aber. Aber den wollte ich jetzt mal nicht einfangen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall mit höheren Äxten, Pickäxten geht und wie ich an die drankomme, aber. Ganz ehrlich, ich möchte ja erstmal die Pre-Hardcore hinkriegen. Nicht irgendwie jetzt schon auf Hardcore müssen. Kann ja auch eigentlich nicht. Haha, genau reingesprungen. Ich hab's mir fast gedacht, dass er da jetzt reinspringt. So, den haben wir. Den haben wir auch. Da ist das Dungeon. Das wir noch nicht machen werden. Ich glaube, Skeleton ist erst der dritte. Das ist damit auch einiges schwerer. Ah, Moment, dich können wir da hinsetzen. Und hoch hier. Weil dann freue ich mich auch schon auf die ersten Bohrer. Ich bin ein Mensch, der lieber mit Bohrern arbeitet. Forelle. Noch eine Forelle. Na komm. Roter Schnapper. Eine Forelle. Ich muss eben einen Unterstand bauen. Im Endeffekt muss der gar nicht weit draußen sein. Der Dion und ich hatten ja letztes Mal einen, der ganz hinten war. Brauchen wir hier ja gar nicht. Ich brauche ja nur einen kleinen Unterstand. Wo ich in Ruhe angeln kann. So, und auf dem Balkon stehend. Hui! Eine Holzkiste. Und noch eine Holzkiste. So, eine Forelle. Noch eine Forelle. Komm schon. Roter Schnapper. Und Forelle. Gott, damit heute beißen wir echt nicht. So. Welchen nehme ich denn gerade? Immer. Inventar sortieren. Ja, nimm mal die Buggies.
runterkommen. Wow. Oh, Bombenfischer. Na komm. Forellen. Und roter Schnapper. Schrimp. Heute wollen sie aber nicht. Heute wollen sie echt nicht. Ah, eine Eisenkiste. Danke. Zur Steuerung der Schwerkraft, ja. Und ja. Ein Thunfisch, yay. Eine Forelle. Und Forelle, wenn jetzt noch eine Forelle kommt, ne? Na komm. Okay, gut. Scheiß drauf. Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich eile jetzt hier noch ein bisschen weiter. Und hoffe, dass ich mal irgendwann was Gescheites kriege und keine verkackten Forellen. Leute, Like da lassen. Wie immer. Ich sag das jetzt zum zweiten Mal. Aber nicht vergessen. Like da lassen. Nein, okay, gut. Dann haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Verdammte Forellen!